Und Peter und ich im Duell, hammergeil. Willkommen zu Grid 2. Wie gesagt, mit dem Peter, Hardy ist wieder nicht dabei. Aber dafür die Penisrakete. Aber dafür die Penisrakete, genau. Und die Speckrakete. Wer ist das auch denn? Achso, ja. Lol. Ich dachte, du wolltest mich dissen, aber... Alles klar, also Peter dürfte ab jetzt Speckrakete nennen. wenn ihr mich dissen wollt, dann... Ich hab jetzt Speckrakete. Voll geil, ohne Scheiß. Ich habe heute gehört, dass ein Cocktail mit Speck der neue Sommerhit werden soll. Boah, das stelle ich mir aber schwierig vor. Der hat Rotwein, Rum, Eiweiß und Zuckersirup drin und oben kommt halt eine Scheibe gebratenen Speck drüber und dann tropft halt das Fett noch da rein. Alter, wenn ich darüber nachdenke, wird mir schon schlecht, ehrlich gesagt. Das ist doch voll lecker. Und aber apropos, ich glaube, ich hole mir gleich mal ein Bier. Apropos, das wird sehr witzig jetzt. Oh, ich habe noch Wein. Oh Gott. Der ist schon 2 Wochen. Wir werden für ein Battlefield gleich sehen. So, erstmal hier das Beschleunigungsduell. Ja, ich bin halt keine Speckrakete, deswegen bin ich besser. Gott, nein, das ist so unfair, die Kurve. Das ist doch hammergeil. Alles klar. Erstmal, wieso kommst du vor? Hab ich dich gerammt? Ich hab dich nicht berührt bei mir. Ah, bei mir schon, aber ist egal. Okay. Jetzt hast du mich bestimmt berührt. Ja. Boah, ey, der Wagen verliert halt Speed, wenn man bergauf fährt. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das wieder für eine Scheißstrecke? Leute, was machst du denn da? Willst du mich verarschen? Geht mir da voll im Weg rum, ey. Ja, sicher, ich will hier nur safe in die Kurven bremsen, Mann. Alter, willst du mich verarschen? Ja, jetzt sagt er wieder, alles klar. Ja, ja, als wenn ich jetzt irgendeinen Krieg angefangen hätte, ey. Ja, du tust so, als wäre jetzt meine Schuld gewesen. Ja, wie Season 5, Episode 54. Du hast angefangen, mit dem Schalter zu drücken. Oh Mann, ey, ich will doch nicht in meiner Aufnahme gegen Peter die Duelle verlieren. Das ist doch scheiße. Ja, und in meiner Aufnahme ebenfalls. Eigentlich immer gegen mich die Duelle verlieren. Ja, das war mal am Anfang anders. Aber gut, das ist natürlich ein Unterschied zu Anfang und zu jetzt. Aber noch ist das Rennen nicht vor Ort, das ist vorbei. Na. Doch, das ist doch nur noch gerade. Achso, also stimmt. Ja. Das ist ja voll witzlos. Der Anfang war halt nur interessant. Oh. Das ist ja voll Witz. Was ist das für eine Scheißstrecke? Da passiert ja nichts. Da kommt ein Wind. Na, aber da kommt eine Kurve, wo man wieder bremsen muss. Okay, muss man nicht machen. Alles klar. Wow. GZ. Danke. Guck mal, wie sich der Grey da mit dem Cannafab offenbar ein gar nicht so uninteressantes Rennen geliefert hat. Alter, der Grey fährt ein Einser. Interessant. Das macht den Einser jetzt wieder interessant, ne? Guck mal, Manela hat gegen Tim gespielt. Die haben ja richtig Premium-Zeiten rausgehauen. Wer hat denn da von denen gewonnen? Weiß ich nicht. Manela. Ja, Tim, du Noob. So, was gibt das denn jetzt hier? Ja, das finde ich eigentlich 7-2. Ganz cool, wenn wir gegen Alter, also gegen dich. Dann sind Duelle okay, auf jeden Fall. Ja. Wäre halt richtig geil, wenn man so Vierer-Duelle macht. Moment, dann wäre es ja ein Rennen. So Vierer-Duelle. Lava, ich bin Level 16. Na, es geht's jetzt. Lava, war das nicht Level 16? Nein, das war nicht Level 16. Ich sehe nicht mal bei dem Balken grau. Checkpoint kommt jetzt, S2, du kannst endlich deinen BMW ausprobieren. Oh, hau. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was hab ich denn? Ach, den Audi. Die anderen müssen halt den Namen Dodge fahren. Ne? Bäh. Also ich bin mal echt gespannt, ich hab halt gedacht, ich könnte diesen scheiß BMW Touring, 320 Touring da pimpen. Aber nein, Spaß geht nicht. Die Werte sind auf jeden Fall schon mal schlechter. Um Längen schlechter. Er hat nur weniger Gewicht. Hä, M3 Coupé? Ah ne, da Touring, wollte schon gerade sagen. Also
3 hat definitiv bessere Qualitäten als der 320 Touring. Aber mal gucken. Fahren will ich wenigstens einmal davon, wenn ich davon 130 fucking 1000 Gold ausgegeben habe. Ja, da würde ich damit auch fahren wollen. Ob man die Wagen nicht zurückerstatten kann, ey. Hat man eigentlich so ein Rückgaberecht von einem Wagen, wenn du dir gekauft hast? So 14 Tage oder sowas? Oder meinst du jetzt im Real Life? Ja, ja. Ich gehe zu einem Händler, boah, sag 9000, hier für 30.000 kaufe ich mir so einen neuen BMW oder was auch immer. Dann Rückgaberecht nach einer Woche oder so. Also meiner sieht auf jeden Fall schon mal geiler aus als alle anderen Wagen. Weil der BMW sieht halt fett aus. Alter, ich wollte die ganze Zeit Gas geben und es geht nicht. Ich wollte schon wieder anfangen zu schreien, dass mein Controller wieder aus ist. Ich war auch ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Was meinst du, wie die anderen verwirrt sind jetzt hier vor uns, die halt Level 1 sind? Ne? Oh Mann, ey, genau in der Mitte starten ist halt auch total behindert. Oh ja, hinter uns ist Speckrakete noch. Der hat mich vorhin ein paar Mal weggeballert. Ah ne, das war Penisrakete, glaube ich. So, Jay, good luck. Ich bin mal gespannt. 44 Sekunden, alles klar. Okay, der Sound ist schon mal ganz nice. Oh, wie der auf der Strecke liegt. Oh, aber ich glaube, der ist zu langsam. Krass. Ich glaube, ich brauche gar nicht zu bremsen in dem Spiel. Mal gucken. Lava. Okay, vor mir ist schon mal einer mega langsam. Und hat mich voll aus dem Konzept gebracht. Oh Gott. Das kann nicht wahr sein. Was hat der jetzt für eine Scheiße? Alter, ohne Scheiß, der Wagen muss nicht gebremst werden. Habe ich gerade das Gefühl. Das ist ja der Hammer. Erstmal auf die Steuer geil klarkommen. Ja, aber ja, dann ist halt so immer so eine Sache, ja. Alter, da steht der halt mitten im Weg. Wie auch immer das war. Das war mein Elend. So ein blauer. Ja, aber der war bei mir durchsichtig, witzigerweise. Ja, ich bin halt ausgewichen und gebremst. Das war halt dumm. Ich hatte Angst, dass ich den voll drauf zu fahren. Bist du eigentlich schon vorne? Nee, wie, genau als wichtig überhole. Ja, was, ich hab einen Fehler gemacht, musste zurücksetzen, kann ja nicht sein. Oh. LOL, und jetzt bin ich voll in Tim reingefahren. Mann, Tim, willst du mich verarschen? Ey, das ist so behindert. Ja, da kommt einer an, der schneller ist als ich. Ja, toll. Ja, komm, leck mich, ey, scheiß Hunde. Mann. Oh, oh. Ja, komm. Alter, wieso werden die hier schon langsam? Schlecht sind die denn gefahren? Ich habe auch nur noch so 7 Sekunden oder so. Ja, ich habe nur noch 3. Ja, das war's. Vorbei. Viel zu viel rumgeschotten, Leute. Der Gray. Oh, Peter, du kannst gewinnen. Der Gray ist nicht gut gefahren. Nice. Peter, gib Gas. LOL, das gibt's doch nicht! Ohne Scheiß. Oh mein Gott! Der Wagen, der BMW ist geil. Der hat was. Muss ich sagen. Ohne Scheiß, wäre Tim mir nicht im Weg gestanden. Da hadere ich jetzt ein bisschen mit. Ich wäre wahrscheinlich ähnlich weit. Was hast du davon, wenn du die dazu holst? Ja, ohne Scheiß, ey. Verdreckte Mistkacke. 21.600, das ist aber nett. Ah, sogar nicht. Insgesamt 22.5. Das ist echt ein guter Verdienst für die kurze Zeit, ey. Ja. Alter, ihr habt 20.8, nice. Jawohl, jetzt bin ich aber bitte Level 16, ja. Hey, leck mich am Arsch, ich bin Level 16. Aber dick Level 16. So, oh Gott, Drift. S3. Ah, ja, Aston Martin, okay. Ja. Ja, so Drift, komm Veto hier. Komm Veto, hört ihr mich? Keine Ahnung, drift den Scheiß da weg. Ja, das hat sehr gut funktioniert. Wow. Die Macht der Vetos, ey, leck mich am Arsch. Hier brauchst du echt so einen Diktator bei dem Spiel, damit das irgendwann mal durchgesetzt wird. Letztes Mal war ich mit dem Nissan so gut beim Driften. Nehmen wir den nochmal. Dann nimm den doch nochmal. Alter. Was ein Sound. Ein Meerschweinchen. Das ist meine liebreizende, sexy Stimme, war das gerade. Oh ja,
ich Frauen verführen will, dann hol ich die mal raus. Au, au, au. Also direkt mal anjaulen. Geil. Ich glaube, Hardy könnte manche anmiauen, da würden die geil werden. Da möchte ich mich nicht zu äußern. Okay, was ist das denn jetzt? Moment, was war das Drift? Alles klar. Ach, das heißt, ich kann mich jetzt erstmal wieder zurücklehnen, eine Runde. Ja. Hinter mir ist der Mr. J. Gunnafab. Ganz zum Schluss Gray. Gray hat. Ist das Mercedes, den er hat? Mm. Sieht aus wie ein Mercedes. Der hat aber auch eine coole Farben da auch teilweise drin. Ich finde die Lackierung ganz nett, die der da hat. Muss man auch mal wieder. Irgendwann muss man auch mal ein paar coole Lackierungen reinballern. Nicht, dass das mein Wagen hier. Geil wäre, aber. Das ist ein Helikopter, alter Vater. Ist der grafisch geil. Leck mich am Arsch. Guck mal, wie viele Zuschauer dabei sind, ey. Hier ist volle Hütte. Ja, echt mal, für so ein behindertes Driftrennen sind die kacke, oder was? Für so ein 1 Minute 30. Wie sich da einer direkt gedreht hat! Geiler Scheiß! Scheiß, da hab ich nicht gesehen. Für das Ende. Lass uns doch mal da mit dem Übertragungswagen da fahren. Okay, das muss jetzt hier klappen. Ja, fahr mir rein, ey, was soll die Scheiße hier? Okay, der Driftwix ist vorbei. Was, wie ab vom Kurs, am Arsch. Ach, leck mich. Ich komm nicht ins Driften. Was? Das ist ab vom Kurs. Das Spiel hat doch wieder gelitten. Ja, ich hab Scheiße, also meine war total behindert. Ich bin direkt am Anfang in so die Scheiße reingefahren, direkt. Ma, ey. Da habe ich in dem letzten Kurve mal eben 55.000 Punkte gemacht. Das war die Rettung. Ja, das war definitiv die Rettung. Na, guck mal, Tim, ey, voll abgeschlagen, ey, kann ja nix. Ja, vor allem Manele, also ohne Scheiß. Tim war ein Scherz, weil der nur 200 Punkte weniger hat als ich. Ich glaub nicht, dass das ein Scherz bei dir war. Guck mal, mein... Oh ne, der Gray ist noch am Start, oh Gott. Ja. Lava, Gray ist ein Noob. Gray ist echt voll der Noob. Voll der Drift-Noob. Dann werde ich halt Vierter. Ah, Treppchen, sag ich da mal. Respekt, Bitch! Kann ich mir wieder was zum. Hab ich wieder was zum Runterholen. Dritter, ja, fapp. Da du da am Anfang nicht in diese Massenkammer. Karambolage reingelaufen bist. Massenkamouflage. Als Wort. Massenkamouflage. Alter, man sammelt aber auch heute Geld, ey. Leck mich am Sack. Ja, ne? Richtig krass. Also irgendwann scheißt du halt das Geld wie sonst was raus. Alter, 216 habe ich jetzt gerade. Ganz gute Drifts mit, ey. Ich sollte den mal öfters wieder einen Drift benutzen. PS4 Talk. Nein, Vote. Nein, nicht Vote. Gegen Peter. Alles klar, habe ich meinen Honda. Kein Problem, Junge. Moment, das ist ungerade. Hä, wie geht denn das da mit dem Talk? Wie gegen wen fährt denn jetzt Manele? Stimmt, what the fuck? Da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Hä? Gibt's einen Dreier Talk? Nee. Hä? Wie soll denn das funktionieren? Nee, egal, ich bin gespannt, wie es gleich aussieht. Ja, ich auch. Aha. Leute, jetzt ist einer dazugekommen. Ob da wohl einer dann Priorität hat oder sowas? Kann natürlich sein. Egal, dann wollen wir mal Honda vs. Honda, sagst du? Yes. Yes. Und aufpassen, dass wir uns nicht berühren. Ja, aufpassen, dass ich nicht einfach bremse und du mir drauf fährst und ich dann verliere. Ja, dann bremst nicht einfach. Moment, ich fahr dir einfach gleich mal hinten drauf. Das heißt, dann hättest du vielleicht gebremst und dann bist du schuld. Ach, lass lieber ein richtiges Duell machen, das ist witziger. Ja, natürlich. Jetzt hab ich ja... Nee, ich würde doch nie mit so fiesen Tricks gewinnen wollen. Boah, so die Menschen da haben so schlecht, einfach nur egal. Naja, die eine Frau macht immer so einen Runterholp. Die macht immer mit ihrer Hand so... So... Jetzt hab ich's auch gesehen. Ja, jetzt wieder, ne? Yeah! Oh ja. Jetzt wieder.
Das ist doch behindert, dass ich immer die Außenkurve habe. Das ist einfach unfair. Lass mal mit einer RPG oben den Heli abschießen. Das wäre doch mal was. Du nächste. Wow, Alter. Jetzt mal direkt einen Fehler machen. Alter. Das ist mir ja hier alles viel zu schnell. Ja, Dana spielt es halt danach wahrscheinlich direkt erstmal wieder S1 oder so. Ja. So, die kannst jetzt ohne Bremsen nehmen, die Kurve, Peter. Wow! Nein! Jatsch. Du mit deiner hässlichen weißen Farbe. Fuck! Na, ich hab auch Fehler gemacht. Ja. Klar. Wenn dann beide. Boah, scheiße, ich krieg den Ball. Nein! Fehler gemacht, aber geil. Ich hab's nicht gesehen. Oh. Mama! Da! Fuck! Da, fuck! Oh. Hilfe. Von diesem Wagen auf der Strecke zu halten, ist halt echt ein Ding. Nein! Nein, da war ich ein Abgang! Ja! Scheiße! Fuck. Endlich mal Peter besiegt in dem Duell. Ah, shit, ey. Alter Vater. Alter Junge. Also, Titi wurde disqualifiziert. Er ist mal totgefahren halt, ne? Ja. Und gesagt, hey, Ram geht. Wo ist die Runterholfrau? Verdammt. Wir haben es ja auch nicht mehr gesehen. Nein. Ja, also ein besseres Ende gibt es eigentlich gar nicht für eine Folge, außer die Folge 22. Die könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Das war nämlich das epischste Ende von einer Grid-Folge, die es je gab. Ja, doch den schönsten Titel. Da konnte ich nicht widerstehen. Ja, bedankt wieder einmal fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Nachmittag. Haut rein, guckt Pete's Meat und tschüss. Ciao.